Wow, geil, wir kommen aus dem Ladebildschirm und vor uns haben wir gleich so einen richtig geilen Hintern. Ei, ei, was höre ich denn da? Hm, was für ein Schrei haben wir eigentlich gerade? Unerbittliche Macht. Naja, egal. So, dann mal zum Nachttor. Wohnen die da eigentlich in dieser Taverne oder sind die da nur kurz? Weil irgendwie sind die Leute eigentlich immer da. Jo, oh, verdammt. Jetzt wollte ich mir gerade. Ups. Jetzt wollte ich mir gerade was zu trinken eingießen, aber jetzt ist die Lade halt schon fertig. Da unten? Oder vielleicht nur ein bisschen Met. Findet ihr das nicht seltsam, dass ich hier irgendwie einfach so hier runtergehe? Jetzt ist mir der Deckel von der Flasche runtergefallen. So. Jetzt bin ich mal im Keller. So. Ich habe mir übrigens auch mal vorgenommen, ab und zu mal zu streamen. Also derzeit habe ich zu schlechtes Internet zum Streamen. Aber wenn ich eben irgendwann mal umziehe, also nicht mehr im. Ach, jetzt. Okay. Nicht mehr im Elternhaus wohne, habe ich mir überlegt, dass ich nämlich mal besseres Internet irgendwann mal habe, weil ich in die Stadt ziehe, weil derzeit lebe ich ja eher auf dem Land. Ja. Schleichen. Auf Stufe 70. Dass ich dann vielleicht auch ein paar Mal sogar streame. Und auch. Skyrim vielleicht auch sehr, dass man auch so das zwischen den folgenmäßige. Stufe 71? Wie das? Okay. Ja. Könnte man so das, was ich meist zwischen den Folgen mache, auch mal sehen. So. Hallo? Zurück. Da. So. Huch. So, Stille. Gehen oder Rennen haben keine Auswirkung darauf, wie schnell du entdeckt wirst. Ich habe sowieso sehr wenig auf Schleichen gemacht. Warum eigentlich? Was käme mir als. Hallo? Danke. So. Radlose Bewegung. Mache ich einfach mal. Finde ich sowieso ganz angenehm, wenn ich die ganze Zeit über nicht irgendwelche Geräusche höre. Ja, okay. Und Sie, ja, woran ernähren Sie sich so? Ja, Bananen sind eigentlich ganz gut. Essen Sie viel Süßes oder Saures? Es ist ja nämlich so, dass, ja. Egal. Reden. Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Ich mache hier nur Urlaub. Den sollen wir töten, oder? Hübsches Gesicht. Das wird macht, das wird ein schönes Thumbnail. Ah, jetzt ist das Ding jetzt hier drin. Sieht nicht so hübsch aus. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Also zum einen. Wäre das irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wir selber keinen Ork spielen würden und wir uns plötzlich als den Feinschmecker ausgeben würden? Und ein paar Leute eben meinen, also ein paar Leute ihn eben kennen und sehen, huch, ey, wir spielen, was ich, ein Rotwadron oder so, und dann sehen die, huch, das ist ja plötzlich ein Rotwadron, dann ist doch nicht der Feinschmecker. Wenn wir jetzt selber nicht Ork als Rasse gewählt hätten, wäre der Feinschmecker dann wer anders? Also hätte er dann, wäre er dann vielleicht mal eine Rotwadrone oder wie auch immer? Egal. Was? Der Kaiser? Aber ich? Checkt er nicht, ne? Hätte ich gar nicht mit denen reden müssen, oder? Ja, checkt er nicht, liegt. Ach, wisst ihr was? Wenn ich schon hier bin. Kann ich doch gleich noch mal ein bisschen was trinken. So. Und dann noch mal einen Seelenstein füllen.
Für den ist kein Seelenstein groß genug. Na denn. Oh, ich bin Trottel. Was nun? Ja, den Passierschein an uns nehmen. Was ich natürlich wieder vergessen habe, weil ich so auf Fliehen irgendwie jetzt ausgerichtet war. Das sollte jetzt bestenfalls keiner bemerken. Es könnte jetzt auch ein bisschen seltsam werden, wenn die irgendwie sehen, ah, da ist irgendwie so ein komischer Typ einfach so hinter die Theke gegangen. Geh mal, Serana. Geh mal aus dem Weg. Serana, so. Einfach so unter die Theke gegangen. Wollt ihr ein Zimmer? Oder vielleicht nur ein bisschen Mehl? Zum Kämpfen immer wieder. Und dann einfach runter in den Keller gegangen und da liegt eine Leiche. Wer war es wohl? War es vielleicht dieser Ork in der kompletten Daedra-Rüstung, der ja total unauffällig irgendwie ist? Man weiß es nicht. So. Naja, wir tun aber ja auch nicht nur böse Sachen. Wir tun ja auch gute Sachen. Wie zum Beispiel Drachen bekämpfen. Und für die Göttin Mara im Auftrag der Liebe Menschen zusammenbringen. Sind ja auch gute Sachen dabei. Okay, die Ladezeit hat sich allgemein noch ein bisschen verkürzt. Nee? Ja. Das war jetzt kurz. Kurz vor allem. Kurz, ja. Verlorene Legenden. Ja, machen Sie mal A. Entschuldigung, ich find's witzig. Weißkappe, keine blutende Krone. Ein rauer Wurstling, was haben wir hier? Habe ich schon mal geerntet. Ein Tornister, ein Apfel. Starke Heilung. Das Schöne ist, wir sind ja alle eine Familie. Deswegen. Aha, der verlorene Mörder kehrt zurück. Gut, gut. Und ihr habt auch den Passierschein, wie ich sehe. Oh, nee, den vergessen. Ich habe Nachricht aus Markart erhalten. Das wäre witzig. Wie es scheint, hat sich Anton Viran ebenfalls vorzeitig verabschiedet. Gut. Aber leider ist diese Taverne in heller Aufregung, weil es sich herumgesprochen hat, dass einer der Gäste ermordet wurde. War es euch vielleicht zu viel, die Leiche zu verstecken? Ha, nutzlos. Hier ist euer Gold. Geht jetzt zu Astrid. Endlich ist die Zeit gekommen, gegen den Kaiser vorzugehen. Sitis möge uns beistehen. Ups. Sollte ich die Leiche verstecken? Hehe. Wie versteckt man denn eine Leiche? Ich weiß, man kann die wahrscheinlich so verstecken, wie man alles verstecken kann, wie man grundsätzlich Gegenstände eben bewegen kann, wie zum Beispiel den. Oh. Also so jetzt nicht, wie ich den auch die ganze Zeit einfach hin und her bewege. Hui. Hallo. Hui. Wahrscheinlich so ähnlich, aber es naja. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Ich habe das Gefühl. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal mindestens ein Eisendolch mehr hier wird. Kann ich ihn auch? Nö. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Aha. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Oh ja, und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Naja, der Feinschmecker war ein Ork. Wen könnte man denn als Ork disguisen? Oh, ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten, glaubt mir. Lasst uns beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und anschließend auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus. Also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein.
Der Kaiser wird Cetis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht ihr durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Bis Jawohl. Zum nächsten Mal, Bruder. Mache ich da mal so. Kommandant Maro. Ich weiß, dass es in der Hauptstory auch irgendwo was gibt, wo man sich auch irgendwo reinschleusen soll. Irgendwie auf einem Fest, wo man dazu eben eingeladen wird. Und dass man sich dafür eben auch feine Klamotten anziehen soll. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns da einfach hingehen und als Koch ausgeben, aber dann voller Daedra-Rüstung erscheinen, ist das glaubwürdig? Naja. Wir sollten aber auch zu einer anderen Sache auch schon in feiner Kleidung erscheinen. Und vor allem, wenn man einfach so in dieser, wenn man es einfach so in der Kutte der dunklen Bruderschaft erscheinen würde, wäre das seltsam? Nein. Würde wahrscheinlich niemandem auffallen. Ja, ich weiß, man soll nicht so viel Spiellogik hinterfragen, aber mache ich einfach mal so. Wir gehen jetzt in die Einsamkeit. Ich bin so einsam. Naja, egal. Ach, hier sind wir wieder. So, ich habe gelesen vorhin, dass Namira... Das Befiedern gefällt mir. Der, es ist schwierig und manchmal der Daedra... der Dunkelheit und des Abscheus ist. Das erklärt vielleicht ein bisschen den Namen vom Eure Augen gefallen Dingens. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert seid. Moment nicht. So, wie gesagt, das müsste man mal ausschalten, dass die alle einen ansprechen. Hier in dieser Stadt habe ich kürzlich diese Dame, diese Adlige, getötet. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Meinen Sie das eigentlich mal ernst oder sarkastisch? Ich check das nicht mehr so ganz. Die hätte ich mal erschießen können, der war ich ganz nah am Boden. Ja, also ich habe kürzlich hier eben... Mich mal sehen, wenn ich boah, haltet die Klappe. Ja. Gott, haltet alle mal die Klappe, ich möchte ihn moderieren. Also, wir haben hier kürzlich diese Adlige getötet, wir wurden erwischt dabei und ich habe einfach nur Kopfgeld bezahlt, 1000 Euro, also nicht Euro, sondern Gold, gut ist. Und jetzt lässt man mich wieder in die Stadt und denkt sich, ja, warum nicht, der hat doch nur einen Adligen getötet, ja, 1000 Gold gegeben, dann ist es alles in Ordnung, fertig. Und dann... Wir haben das Komplott aufgedeckt, Gefahr gebannt. Vermutlich habt ihr recht. Aber was ist mit dem alten Mann? Und schon erinnert sich keiner mehr an mich. Sein Familienname ruiniert. So. Noch du erinnerst dich nicht mehr an mich. Der Turm darf bis auf weiteres nicht be... Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Moment mal, ich muss da kurz den Hund rausschicken, bin gleich wieder zurück. Geht weiter, Bürger! So, Moment mal, so. Ja, der Hund musste eben nochmal kurz rausgeschickt werden. Der muss nochmal seinen Abendspaziergang machen. Ja, also, beziehungsweise mache nicht ich, sondern diesen von meinen Eltern. Und deswegen musste mal kurz aus meinem Zimmer rausgehen. Der geht nämlich ganz gerne in mein Zimmer. Das Mädchen eigentlich, eine Sie. So. Nicht noch eine Lieferung.
Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Der Feinschmecker? Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Diese dramatische Pause. Ja? Es ist nur... Nun ja, ihr seid ein Ork. Wenn man das im Kaiserreich wüsste. Jetzt verstehe ich auch die Geheimniskrämerei. Die meisten würden... Ah, okay. Das heißt, es ist bewusst gemacht, dass der Feinschmecker ein Ork ist. Er wäre wahrscheinlich kein Ork, wenn ich zu Beginn nicht ein Ork gewählt hätte. Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Wir fangen an, sobald ihr die Mütze tragt. Ist egal, dort drüben nach. Wir wollen doch nicht, dass der Kaiser euch für jemand an... Zählt, oder? Das ist mein Buch. Genau. Genau. Kartoffeln. Lauch. Du bist ja auch so ein Lauch, du Porenta. Ja, das Gold, das brauche ich hier alles, wir was ich nehme. Wir fangen an, sobald ihr die Mütze tragt. Seht im Regal dort drüben nach. Wir wollen doch nicht, dass der Kaiser euch für jemanden. Ja, zeig doch mal irgendwo hin. Achso, da, okay. Knoblauch braucht man auch für Alchemie, oder? Ich glaube, das sind alles irgendwelche Sachen, die ich für Alchemie benutzen kann, deswegen. Nehme ich das einfach mal mit. So. Objekte, Bekleidung. Hoffentlich denke ich daran, die abzunehmen, wenn ich irgendwie mal am Kämpfen bin. Oh, welch ein Anblick. Ausgezeichnet. So, so habe ich es mir vorgestellt.